Ja, ich habe mir schon vorgenommen, in Zukunft ein Elektroauto zu kaufen. Salut zusammen, hier ist der Lionel. Ich bin heute einmal mehr unterwegs mit Umwelt Basel und habe eine Strassenumfrage zum Thema Climate Change, also Klimaveränderung. Viel Spass. Mit wem habe ich die Freude? Also ich bin der Yves Baumgartner. Und von wo kommst du? Von Asch, Basel-Land. Was kannst du uns von Asch erzählen? Von Asch? Wir haben eine recht hässliche Tramstation, die mal gebaut, neu gebaut werden muss. Also mit meinen zwei Kollegen machen wir eigentlich ausschließlich so Basel-Deutsch-Rap-mässig. Voll, ja. Yeah. Also ich habe eigentlich hier ein Aushängeschild von der Basler Kulturszene vor mir. Kann ich das so sagen? Kannst du ja so sagen, doch. Darfst du. Also das, man muss ja nicht bescheiden sein, wenn es stimmt. Nein, ja, stimmt schon, ja. Okay, also wenn ich schon die Prominenz vor mir habe, dann freut es mich erst recht. Ich zeige dir jetzt, da sind zwei Bilder drauf und ja. Ich gebe dir die zum Anschauen. Ja. Und nachher, ich würde eigentlich einfach gerne wissen, was löst das in dir für Gefühle aus und an was denkst. Das, ich gebe es dir und du darfst einfach direkt quasi aufschlagen. Wahrscheinlich haben wir irgendwie Wasser für irgendwelche Entenzeuge gebraucht oder so und dann schon geschrumpft und dann kann man halt dort nicht fischen und... Ja. Trübsal, Zerstörung, Beunruhigung. Ui, jetzt sind wir schon bei einem anderen Bild. So viel wie ich weiß, wird das Meer irgendwie wärmer und das heisst, dass die Korallen absterben. Und 2002 hat es noch farbige Korallen gegeben und dann 2014 sind die irgendwie nicht mehr so da, nicht mehr so farbig, nicht mehr so anwesend. Was löst das in dir für Gefühle aus, wenn du diese Sachen siehst? Ich befasse mich recht viel mit dem und also das anzuschauen, lässt mich jetzt recht kalt, weil ich kenne ganz andere Bilder. Ja, schon traurig, würde ich sagen. Und das Bedürfnis ist schon da, aber ich denke immer, es ist noch schwierig, so als einzelner Mensch wirklich können, etwas zu bewirken. Ich denke, da müsste die Politik ein bisschen weitergehen. Du siehst die Politik ein bisschen mehr in der Verantwortung? Ja. Genau, ja. Ja, also Traurigkeit schon eigentlich. Und mit dem Gletscher sieht man auch, der wird ganz... Also es war früher schon mächtig und gross und jetzt ist er irgendwie so... klein und uninteressant irgendwie fast. Ja. Es ist wirklich auch tragisch, also ja, wie das einfach abstirbt und also da ist das Wasser, es ist einfach geschmolzen. Für die Natur und für unsere Wirtschaft und so ist es echt nicht gut. Und das ist vor allem, glaube ich, so eine Tourismussache, das, ja, das ist jetzt nicht so schön. Beschäftigt dich Klimawandel in deinem Alltag? Ist das ein Thema, für das du dich interessierst oder ist es jetzt nicht so relevant bei dir? Wie sieht es aus? Nein, es beschäftigt mich schon, okay. Muss ich schon sagen. Also ich schaue auch daheim immer, ich schaue immer, dass ich recyceln kann, dass ich irgendwie ein bisschen ökologisch mit den Sachen umgehe. Und das einfach, ja, ich finde es einfach wichtig. Was mich sehr wundernimmt, ich meine, die Veränderungen, die sind auf einen menschgemachten Klimawandel zurückzuführen und den kann man eigentlich nur in den Griff bekommen, indem jeder sein Verhalten ein bisschen ändert. Stimmt, ja. Würdest du sagen, du hast in dir eine Bereitschaft, das zu machen? Oder vielleicht machst du schon etwas? Oder ist eher so noch eine gewisse Skepsis vorhanden? Also nein, Skepsis auf keinen Fall. Also habe ich überhaupt kein Bedenken, dass es wirklich so ist, Klimawandel. Es ist mehr, ob ich jetzt viel dafür mache. Also ich mache prinzipiell nichts falsch, glaube ich jetzt. Also wir treffen dich hier auf dem Velo an. Genau, Velo fahren, bin jetzt in die Stadt kommen, Velo. Ja, ich denke, solange es in einem Rahmen bleibt, würde ich sicher dabei sein, mich zu ändern und auch mitzuziehen, wenn irgendetwas Gescheites käme, wo man könnte sagen, hey, das unterstütze ich jetzt auch vollkommen. Etwas, was natürlich jeder Einzelne von uns machen kann, ist vegan zu leben. Die Ernährung ist einer der größten Hebel, den eine Einzelperson umlegen kann, um sich nachhaltiger zu verhalten. Also ich habe fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich für irgendwie 50 Franken noch nicht hinfliegen kann. Ich finde es echt tragisch. Und von dem her bin ich gern bereit, ein bisschen mehr auszugeben. Und dann muss man sich halt ein bisschen besser überlegen, wenn man Ferien macht und wohin man geht. Oder ob man einfach dann mal im eigenen Land nicht mehr hingeht und das einmal genießt. Ja, ich bin auch nicht so aktiv, muss ich sagen, aber... Klar finde ich, dass wir gegen Klimawandel und das ganze Zeug als Menschheit etwas gegen eine gute Lösung finden und etwas gegen unternehmen sollte. Ja, ich habe mir schon vorgenommen, in Zukunft ein Elektroauto zu kaufen. Also wirklich einfach allgemein auch kleine Sachen zu machen, Recycling, nicht literär. Die letzte Frage. Möchtest du ihnen noch irgendeine Message mit auf den Weg geben? Ja, gebt euch Mühe, hey, wir haben nur eine Welt. Das muss echt noch ein bisschen weben und ich denke, wer Kinder möchte, muss auch für die Zukunft mitdenken. Auf jeden Fall. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und wenn ihr euch mehr zu diesem Thema informieren wollt, dann schaut einfach auf dem Kanal vorbei. Tschüss!